Liebe Schwestern, liebe Brüder, es ist ein schönes Wort, das uns heute aus dem Propheten Sacharja geschenkt wird. Und wir hören es heute an unserem Nationalfeiertag noch einmal mit besonderen Ohren, weil es ein Wort ist, mitten im Alten Testament, das weit über eine Verengung und eine Begrenzung des Wortes Gottes hinausweist. Es weist über Israel hinaus. Und es weist heute die Kirche über jeden Nationalismus hinaus. Denn das Wort Gottes, Gott selber, ist es, der sich nicht eingrenzen und vereinnahmen lässt. Das ist der mühevolle Weg, den das Volk Israel zu lernen hat. Es hat eine Aufgabe. Dieses Volk soll zum Segen werden für die ganze Welt. Und wir sagen das heute von der Kirche. Die Kirche lässt sich nie national vereinnahmen. Und es gibt immer merkwürdige Bewegungen und auch Beobachten, wenn wir dieses Verhältnis von Kirche und jeweiliger Nation betrachten. Wir sind dann als Katholiken immer sehr schnell bei der Hand und sagen, naja, das kann man eben in der Ostkirche beobachten, dieses Verharren und Verkrampfen in Nationalitäten, geradezu der Zerfall in Nationalkirchen. Was wir dabei schnell vergessen ist, dass wir von Kirchen reden, die sich unter Fremdbesatzung oder Unterdrückung behaupten mussten. Ob es die Osmanen, die Türken oder das Sowjetsystem war. Die nationalen Eigenheiten konnten sich nur innerhalb der Kirche noch einigermaßen bewahren. Allerdings, ich weiß nicht, ob wir Grund haben, wirklich mit dem Finger zu zeigen. Denn wir machen es umgekehrt. Wir sehen es in unserem Land beängstigend. Je mehr die Bindung an die Kirche abnimmt, oder wir können auch sagen, vor unseren Augen zusammenbricht, desto mehr erstarkt erneut ein Nationalismus. Die Bezugsgröße, dass etwas über uns hinausweist, auch über die Grenzen unseres Landes, die Interessen unseres Landes, dass es etwas Verbindendes gibt. Und vielleicht ist es auch das, was die Europapolitiker oder Brüssel oder Straßburg vergessen haben, nachdem sie noch nicht einmal mehr den Bezug auf Gott in die Verfassung aufgenommen haben und das, was wir christliches Erbe nennen, komplett verneinen. Es ist ein solcher historischer Unsinn und Irrsinn, der gar nicht mehr beschreibbar ist. Die sogenannten Gründerväter nach dem Zweiten Weltkrieg, ob sie De Gasperi oder Schumann oder Adenauer hießen, wussten, wo die Bezugsgröße ist. Das waren gläubige Christen. Das waren auch nicht unbedingt Heilige. Aber in ihrer politischen Aktion waren sie gläubige Christen und sie wussten, dass sich das menschliche Dasein nicht eingrenzen lässt auf Nation oder gar Nationalismus. Dass es Bezugsgrößen gibt, letztendlich Gott, die immer über uns hinausweisen. So spricht heute dieses Wort des Sacharja neu zu uns. In jenen Tagen werden 10 Männer aus Völkern aller Sprachen einen Mann aus Juda an seinem Gewand fassen und festhalten und sagen, wir wollen mit dir gehen. Wir werden nicht satt in unserer Selbstdefinition als Nation oder Eigenart als Volk. Es genügt uns nicht. Denn wir haben gehört, Gott ist mit euch. Der Gott, der Ursache und Grund allen Daseins ist, das ist der Gott der Offenbarung, der Gott der Bibel, der alles geschaffen hat, nicht eine bestimmte Nation, nicht eine bestimmte Sorte Menschen, jeden Menschen. Das ist die Botschaft der ersten Seite der Bibel. Gott erschafft am Beginn nicht den Juden, sondern den Menschen. Die Bedeutung Gottes, die wir erkennen dürfen in der Aufgabe, die schon Israel hatte und die die Kirche heute hat, ist, universal zu sein, alle Menschen anzusprechen. Und ich bin nicht ganz sicher, ob es der richtige Weg ist, den wir im Moment ja sehen in einer Art, wir nennen das dann Modernität, aber ich denke, es ist ein ganz alter Hut. Indem wir von den Richtlinien, etwa von Rom her, den Bischofskonferenzen immer mehr
erlauben, dass sie eigenständig entscheiden für ihren jeweiligen Bereich. Letztendlich könnte man das auch lesen als einen Rückfall in Nationalismus. Das Universale, das Verbindende geben wir auf. Kann es wirklich sein, dass wir in wenigen Jahren kirchlicherseits, katholischerseits in Polen komplett andere Zustände haben als in Deutschland, in Frankreich wieder andere als in Italien oder in der Schweiz? Der Prophet Zacharia hilft uns, das zu verstehen und möglicherweise zu korrigieren. In jenen Tagen werden 10 Männer aus Völkern aller Sprachen einen Mann aus Juda an seinem Gewand fassen. Und das heißt, eine Verbindlichkeit eingehen mit diesem Mann aus Juda, weil er zum lebendigen Gott gehört. Wir müssen solche Menschen sein, liebe Schwestern und Brüder, die in allem, was wir sagen und tun, deutlich machen, ja, wir gehören zu diesem Gott, der die ganze Welt erschaffen hat, der jeden Menschen ins Dasein ruft und will und ihn liebt. Und dafür stehen wir für ein, für nichts und niemand anderen.